Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play James Bond Liebesgrüße aus Moskau. Ja, wir starten nochmal diese wunderschöne Mission im Konsulat und holen uns erstmal 5 Forschungspunkte. Jetzt habe ich auch gerade wieder ein bisschen mehr Zeit zum Aufnehmen, also wird eine etwas längere Session als sonst. Ich muss auch wieder ein bisschen Videos vorproduzieren, weil ich kommendes Wochenende meine Schwiegermutter besuchen werde in Kitzingen. Und da habe ich dann wieder eine lange Zugfahrt vor mir und so weiter. Und ja, wird auf jeden Fall schön. Ich freue mich ja schon drauf. Und deswegen müssen wir jetzt ein bisschen spielen heute. Ist das die richtige Uhrzeit? Bumm. Russische Uhren gehen immer richtig. Das ist immer. Den ersten Auftrag haben wir geschafft. Finden Sie Tatjana. Ich hätte ganz gerne eine Waffe. Aha, danke. So, die Magnum möchte ich jetzt eigentlich gerade noch nicht verwenden. Wir nehmen jetzt mal hier schönes Maschinengewehr. Haben zwar nur 16 Schuss. Ach, die Giftwaffe, genau. Ja, aber ehrlich gesagt, Gegner verwirren. Ja, ist zwar eine nette Sache, aber weiß nicht. Ich glaube, ich baller lieber. Was ist los? Wir werden angegriffen. Stellung halten. Ach, scheiße. Komm her. Ach, komm her jetzt. So, nun ist er weg. Okay, das ging doch gar nicht mal so gut. So, hier hinten war eine Tür, die war, glaube ich, sogar offen. Nein, war sie nicht. Also müssen wir da schon den Helikopter reinfliegen lassen. Ich überlege gerade, war jetzt hier eigentlich auch schon eine Wand, wo wir hätten einen Helikopter reinfliegen lassen können? Nee. Weil da war ja noch eine zweite verschlossene Tür, wo ich letztes Mal nicht reingekommen bin. Und ich hatte ja überlegt, glaube ich, habe ich noch Spezialmunition? Ja, 24. Oh, für die habe ich ja noch. Warte mal, können wir da mal die Munition wechseln auf die Spezial? Genau, das machen wir mal. Nein, so, ja. Dann haben wir ein bisschen mehr wieder. Nehmen wir mal die, ne? Achso, ja, Schrot geht auch. Nehmen wir die Schrot. Stimmt, da haben wir auch noch ein bisschen Muni für. Genau, die hier war nämlich auch zu. Und da brauchen wir noch die Gasmasken, genau. Richtig, da muss ich ja gleich den Helikopter durchschicken. Das war das. Zack, das haben wir. Sturmgewehrmuni ist auch gut. Alles einsacken, was geht. Sehr schön. Okay, der Heli, wo ist er denn da? Den nehmen wir mit. Ich muss ganz ehrlich sagen, ihr habt das Spiel ja auch schon ganz gut gelobt. Ich muss sagen, zu Recht. Doch, also es ist wirklich ein gutes Spiel. Ein sehr solides Spiel. Es hat auch einen gewissen Schwierigkeitsgrad. Also wir sind ja schon ein paar Mal verreckt. Gut, das sind wir natürlich bei den bisherigen James-Bond-Spielen auch. Und ich kann mich an... Ah, war das... das war... Wie heißt es denn nochmal? Ich weiß jetzt gerade nicht, wie es heißt. Das eine... Ich gucke gerade mal nach links... Nightfire, genau. Das hatte ja diesen richtig, richtig fiesen Bossgegner am Ende. Und der hat mich ja wahnsinnig gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich versuche mal eben noch einen da durchzuschicken. Weil ich bin mir nicht sicher, ob da vielleicht noch ein zweiter Weg war. Also von dem Spiel mal ausgenommen. Das war ja dieser Bosskampf da im Weltall. Der hat mich da echt 3 Stunden oder so gekostet. Das war gar nicht schön. Das war echt ätzend. Gut, ich weiß noch nicht, was der Bossgegner hier sein wird. Aber definitiv finde ich das hier sehr, sehr... gelungen. Ich glaube, hier ist sonst nichts tatsächlich. Dann, komm, machen wir euch mal platt. Oh, hat nicht gereicht? Okay. Aber theoretisch können wir die ja auch richtig als Waffe benutzen, die Hubschrauber oder so durchjagen, ne? Hat was. Hi. Erledigt. Erledigt. Oh, komm, weg damit. Bums. Siehst du mal, so macht man das. Einmal durch die Tür. Was? Geht nicht? Jetzt haben wir ihn. Okay. Das ging alles relativ gut. Nimm ruhig die Panzerung mit. Da ist ja noch ein Schacht, sehe ich gerade. Habe ich da letztes Mal vielleicht keinen Helikopter durchgeschickt? Das könnte sogar sein. Hm. Dann soll ich das vielleicht mal tun, ne? Könnte sein, dass das die Tür ist, die mir letztes Mal verwehrt geblieben ist. Wobei, es gab doch noch einen Weg, meine ich. Das war das mit den... vielen, vielen Rotorblättern und so, ne? Oder war das eine andere Mission? Ich habe in letzter Zeit sehr, sehr kurzfristig und immer so sporadisch aufgenommen. Deswegen, ich habe echt nicht so den riesen Durchblick. Ich bitte das zu entschuldigen. Ach, jetzt bin ich hier. Ach, das ist ja auch... Ach, ich bin ja doof. Ja, ich bin jetzt einfach im Kreis gelatscht, natürlich. Ja gut, dann gucken wir mal. Ah, aber Moment, ich kann ja hier durch. Kann ich nicht. Okay. Das wäre ja auch die Idee gewesen, dass ich mit dem Helikopter eigentlich durchs Gas düsen kann. Na gut. Das ist, ach, das ist ein Hebel. Richtig, der macht ja das Gas kaputt. Richtig, ah.
Ja, hätte ich vielleicht mal eher machen sollen. Egal. Gut, ich kann ja notfalls auch da dann einen neuen Helikopter starten, falls da was ist. Mal kurz gucken. Ich habe heute übrigens den Trailer gesehen von Indiana Jones 5. Der scheint echt cool zu sein. Sehr episch, glaube ich. Also, ja, da freue ich mich schon drauf. Ich fand ja auch den vierten Teil sehr geil. Der hat ja viele, viele Hater, sag ich mal. Und alle sagen, nee, das ist kein richtiger James Bond. Ich fand den damals richtig cool. Ich habe den auch im Kino gesehen. Ich habe doch auf DVD. Also das ist schon, doch, ist sehr ordentlicher Film gewesen, der vierte Teil. Und ich bin auch sehr auf den fünften gespannt. Das wird schon cool. Ich darf da nicht durchspringen, das ist echt komisch. Ach, ich finde jetzt ja Tatjana hier, ne? Ja, ja, ja. Gleich finde ich Tatjana, die nervt dann auch so ein bisschen rum. Gut, ich muss sie theoretisch beschützen, aber das war letztes Mal gar nicht so wirklich schwer, die zu beschützen. Eigentlich konnte ich nur mich nicht beschützen. Ich bin dann irgendwann draufgegangen. Das war eher das Problem. Mehr ist sie anscheinend nicht. Okay. Dann, ja, komm mal raus, Tatjana. Schön, dich wiederzusehen, Tanja. Oh. Komm jetzt, die Lektor wartet. Dann war es eben Tanja. Ich dachte Tatjana. Da steht doch Tatjana. Er hat Tanja gesagt. Da hat er das falsch... Der heißt übrigens Norbert von... Ah, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ihr habt es geschrieben. Norbert von Engelhausen, glaube ich, ne? Ja, ich glaube, das ist auch sein Name. Und, sehr geile Synchro natürlich. Und, na klar, am meisten kennt man ihn durch die deutsche Synchro von Samuel Jackson. Aber auch so. Wirklich ein super, super Synchronsprecher. Ich finde die Stimme richtig geil. So. Mal gucken, ob hier noch was ist. Okay. Dann sind wir da wohl durch. Tatjana beschützen. Ja, genau. Das ist nämlich das, was jetzt eigentlich gar nicht so schlimm ist. Heide Witzka. Ah, nehmen wir das mal mit. So, wir können natürlich jetzt mit dem Fahrstuhl los, aber ich glaube... Achso, ja, doch, das ist ja immer noch der gleiche Bereich. Da bin ich letztes Mal schon drauf reingefallen. Und hier ändert sich ständig die Kameraperspektive. Da muss man immer wieder aufpassen. Ich weiß auch noch, wo ich verreckt bin. Das war ein ganz dicker Typ, der mit dem mit der Gatling Gun. Den werde ich diesmal hoffentlich mit der Spezialmunition von meinem von meiner Kalaschnikow da, von dem Sturmgewehr überraschen. Mal gucken wir mal. Ja. Was ist das denn? Ja, ja. Was ist hier los? Das ist nicht das 16. Untergeschoss. Richtig. Sie haben die Kontrolle über die Aufzüge. Runter, Tanja. Kopf unten lassen. Vielleicht könntest du dich einfach mal hier an die Wand stellen, James. Zack. Gut. War doch gut. Das war doch gut. Gasmaske mitnehmen, natürlich. Habe ich eigentlich für die Schrot auch Spezialmunition? Nur 3 Schuss? Da haben wir auch Spezialmunition für, sehe ich gerade. Nehmen wir die auch mal hier. Munition wechseln. Und da habe ich das schon gemacht, ne? Genau. Und hier wechseln wir auch mal die Munition. Wir können ja eigentlich überall erstmal die Spezialmunition nehmen, finde ich. Und jetzt habe ich natürlich gerade die Schrot. Da habe ich jetzt ausgerechnet keine Spezialmunition für. Habe ich eigentlich noch einen Diplomatenkoffer? Nein. Hab ich, ich wollte doch die Gasmaske aufsetzen. Ausrüsten. Und vielleicht nehmen wir noch einen anderen Anzug oder einen Undercover-Einsatz. Nehmen wir mal die Undercover-Einsatz ausrüsten. Okay. Wollen wir im Kreis rennen hier, ja? So, erledigt. Da ist der Hebel. Drücke den Hebel. Sehr gut, James. Das hast du toll gemacht. Hier war aber noch ein zweiter, ne? Oder, ach nee. Wir müssen den Aufzug wieder in Betrieb setzen. Weißt du, wo der Generalschalter ist? In einem Sicherheitsraum im Erdgeschoss. Aber ohne Aufzug kommen wir da nicht hin. Mhm. Hab's schon verstanden. Okay, dann war das gar nicht, Achso, die Gasmaske kann ich wieder abnehmen. Vielleicht geht das sogar... Das geht wahrscheinlich auch hier einfacher, ne? Ich guck gerade mal. Nee. Also Gasmaske geht hier anscheinend nicht. Das muss ich wohl doch... Was ist das? Ach, das ist die Giftknarre, ne? Um die Leute zu verwirren. Ja, ich weiß es nicht. Das kann ich mal bei dem Dicken probieren. Probieren kann ich das mal. Jetzt nehmen wir erstmal hier die, hier mit der Spezialmunition, nehmen wir die, genau. So, aber erst, bevor ich da jetzt einen Helikopter durchschicke, nochmal schauen, ob hier nicht irgendwelche Sachen noch rumliegen, die wir mitnehmen können. Wie zum Beispiel diesen Schrank durchsuchen. Den habe ich gleich am Anfang des Bereichs wieder liegen lassen. Oh, das war Munition, sehr gut. Die kannst du gerne nehmen, James. Oder haben wir schon wieder voll? Ah, ne, passt. So. Und hier ist nichts. Da ist noch was, sehr gut, den nehmen wir auch mit.
Ich bin ja immer wild nach Forschungspunkten. Da sind 5 Stück. Sehr gut, sehr gut. Okay, dann schicken wir da jetzt den Helikopter durch. Ich bin so froh, dass wir hier nicht permanent Zeitdruck haben. Das wird mich echt ein bisschen nerven. Okay, hoch da. Und ab durch den Tunnel. Ich habe auch tatsächlich gerade richtig Bock aufzunehmen, muss ich sagen. Es war alles. Ich hatte eine sehr, sehr stressige Zeit gerade. Das war doof. Ich habe den falschen Knopf gedrückt, ich wollte fliegen. Wir haben gerade eine sehr, sehr stressige Zeit. Nicht hinter uns, aber wir haben jetzt einiges praktisch durch familiär. Ich werde jetzt in meinem. Also aktuell möchte ich da jetzt im Let's Play nicht drüber reden. Also ich werde jetzt, denke ich mal, in meinem Jahresabschluss. Video werde ich dazu was sagen, weil es ist was dieses Jahr für mich wirklich geprägt hat. Nicht unbedingt im positiven Sinne, das muss ich auch sagen. Also es ist schon was passiert, aber wie gesagt, das erkläre ich dann in einem, kann man das öffnen? Im Jahresabschlussvideo werde ich das dann nochmal genauer erklären, was ich hier gerade eigentlich möchte. Oh, genau. Das war gut. Jetzt muss ich hoch, ne? Wie war das? Glaube ich, da muss ich lang, genau. Ich muss gleich nochmal aufpassen, weil der Helikopter ist bald kaputt. Ja, also wie gesagt, es ist sehr, sehr stressig aktuell und es ist jetzt aber langsam auf dem Weg der Besserung, dass wieder ein bisschen Ruhe einkehrt und deswegen kann ich jetzt auch wieder ein bisschen entspannter aufnehmen. Steffi war jetzt 2 Wochen lang hier, das hatte auch Gründe, das war jetzt nicht alles Privatvergnügen tatsächlich und ja. Aber ich werde das alles im Jahresrückblick ein bisschen genauer erklären, wenn ich dann selbst auch ein bisschen wieder runterkomme. Aber ich bin dabei, wieder ein bisschen klarzukommen mit der Welt. Waren schwere Zeiten, sind schwere Zeiten, aber jetzt. Ich wollte das eigentlich gar nicht jetzt so genau ausführen und so im heißen Brei rumreden, aber ihr solltet einfach nur kurz hören, warum das jetzt gerade alles ein bisschen gestückelt hier kam, die ganze Aufnehmerei. Ich hoffe, dass es jetzt wieder ein bisschen Fluss kriegt. Und nach diesem Projekt, nach diesem Let's Play, wird ja erstmal die Winterpause kommen. Die kann ich dann auch ganz gut ab, muss ich ehrlich sagen. Also. Ja. Die wollte ich doch gar nicht, die gute Knarre. Hallo? Und die? Das ist besser. Komm her. Da lacht er. Nicht mehr. Okay, jetzt kommt nämlich der Raum mit den 2 Schaltern. Da bräuchte ich eigentlich gleich eine frische Gasmaske. Oder war da gerade eine? Moment. Habe ich die gerade verpasst? Hier? Nee. Schade. Da? Doch! Sag ich doch, da hängt eine frische Gasmaske. Die brauche ich auch. Aber erstmal mit dem Fahrstuhl runter. Achtung, Kamerawechsel. Richtig. Beziehungsweise Perspektivenwechsel ist das richtige Wort. Tanja. Tatjana, wie auch immer. Komm hierher. Wir müssen runter. Wir waren übrigens am Anfang bei 44%, als ich die Aufnahme gestartet habe. Also, ja, bald sind wir bei der Hälfte. Hat also eine angenehme Länge, das Spiel. Aber da wird noch einiges kommen. Da gehe ich stark von aus. Und es ist ja wirklich abwechslungsreich. Also es ist auf keinen Fall langweilig. Überhaupt nicht. Achso, den ersten können wir noch gemeinsam jetzt hier, ne? Ja, machen wir auch. Sehr schön. Und dann kommt Gas. Ja, die kann ich noch platt machen. Jetzt komm her hier. Habe ich mich jetzt bei dem dritten Typ hier ein bisschen doof angestellt, tatsächlich. Jetzt ist auch gleich meine gute Spezialmuni alle. Das gibt's doch nicht. So, vielleicht finde ich ja noch was Schönes. Giftpfeile aufgenommen. Ja, komm, ich probiere die jetzt gleich mal aus. Oder? Aber ich habe erst 6. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Das klang ein bisschen merkwürdig. Oh, neue Gasmaske. Was haben wir noch? Ja, hier zum Beispiel im Alkoven. Ich finde, Alkoven ist auch ein schönes Wort. Okay, dann nehmen wir mal die Gasmaske. Habe ich sie jetzt auf? Ja. Oh, der schießt. Oh, geil, der schießt auf die anderen. Seht ihr das? Der schießt auf die anderen. Ich darf den gerade nicht abknallen, das ist auch interessant. Das ist natürlich schön, ne? Jetzt habe ich ihn erledigt. Okay, das ist natürlich eine feine Sache, gebe ich zu. Komm, nimm mal nochmal so einen Giftpfeil. Das bringt ja bei dem Dicken dann auch nicht wirklich was, weil
Falls hier noch einer kommt, macht er den platt. Ja, es bringt bei dem Dicken insofern nichts. Oh, Diplomatenkoffer. Den machen wir gleich, wenn das Gift alle ist. Da ist er. Okay, er kommt gleich wieder zu sich, glaube ich. So. Erledigt. Das war auch gerade in letzter Sekunde. Da ist noch einer. Oh Gott. Nee, der war für die Zellen, ne? Ja. Okay. Oh, die Maske war genau alle gerade. Puh. Ah. Ich habe keine Panzerung mehr, sehe ich gerade. Jetzt habe ich wieder welche. Das war gerade knapp. Oder Panzerung. Gut, meine Energie ist ja auch noch voll. Ich bin ja nicht tot, so wie die Panzerung weg ist. Aber es ist natürlich leichter, mich dann zu treffen. Das ist klar. Kann ich hier durchspringen? Nein. Durch geschlossene Fenster geht das nicht so gut. So, war jetzt hier noch was drin? Nee, das haben wir gemacht. Ja, ich weiß, du möchtest den Schalter betätigen. Aber ich möchte da hinten noch mich nochmal in Ruhe umgucken. Da liegt nämlich zum Beispiel noch Munition rum. Die wollen wir mitnehmen. Da ist auch noch eine Panzerung. Und die nehme ich auch, klar. Klar. Ja, das sagt euch jetzt wieder nichts. Das ist, LOL Staffel 1, Mirko Nonchef. Und hier ist verschlossen. Da komme ich doch bestimmt irgendwie rein. Aber wie? Da oben. Benutzen. Wozu kann ich das spülen, frage ich mich. Da ist ein offenes... Ist das ein offenes... Kann ich da... Ja, ich kann da nicht hinschießen. Kann ich das vielleicht... Ich will mal was probieren. Ist das auch noch ein Hebel hier? Nee. Ich will mal ganz kurz einen kleinen Helikopter probieren. So. Mal kurz gucken, ob ich hier... Da sind nämlich auch Akten drin. Ist das Fenster kaputt? Das Fenster ist nicht kaputt, ne? Wie komme ich denn da hin? Ich kann das nicht... Kann ich das Schloss mit dem Laser öffnen? Nee, ne? Probier's mal eben ganz kurz. Wir haben ja Zeit. Wir haben ja gerade mal Zeit. Ich sehe nichts. Achso, warte nochmal. Ah, geht nicht. Das hat wohl nicht so den wirklichen Sinn. Ich würde es doch einmal mit einer Heli probieren. Tatjana, komm hier bestimmt in die Ecke. Ich muss noch einmal eine Heli einsetzen. Das ist alles nix. Also das Fenster ist definitiv zu, ne? Wenn ich mich hier ganz dicht an die Ecke stelle. Vielleicht ist die Tür dann auf. Habe ich das Ding kaputt gekriegt? Wahrscheinlich eher nicht, ne? Nee. Also ich weiß nicht genau, wie es geht. Wahrscheinlich geht's irgendwie. Ich bin mir da ziemlich sicher, dass es geht. Ich nehme erstmal die Bazooka gleich. Wohl, ja, noch nicht sofort. Ihr wisst, was ich vorhab, ne? Ich möchte gleich den netten Typen überraschen. Den dicken. So, komm her. Ja, komm. Ich schaff's nicht. Ich schaff's mich nicht da vorzustellen. So, sehr gut, Alex. Ja. Das war doch gut. Ach, ah, sitzt sich da versteckt. Sehr gut. Hast du gut gemacht, Mädel. Alles einsacken. Panzerung nochmal nehmen. Oh, die brauchen wir gar nicht. So, jetzt kommt der Dicke. Jetzt kommt der Dicke. So, mal schauen. Ich habe... Oh, scheiße. In die Panzerung. Das war so doof gerade wieder. Schrei nicht Hilfe. Den habe ich, okay. Tatjana ist aber gleich am Arsch. Ist Tatjana tot? Nein! Nein! Och nö, scheiße! Jetzt muss ich die ganze Mission nochmal machen. Nee, muss ich nicht. Oh Gott. Nimm den anderen Schlüssel, dann öffnen wir die Tür.
Ich hätte die einfach nur besser... Ja, nee, nee. Ich hätte das einfach nur besser anstellen müssen. Ach, wieso ist mein... Ach, jetzt ist es alle? So ein Kack. Mein Bazooka ist alle. Das ist aber nicht nett. Ach, die kommen ja auch noch erst. Das habe ich vergessen. Ja. Ach, hier bin ich erst. Hier bin ich erst. Da muss ich ja noch einiges nochmal machen. Ach du Scheiße, das habe ich gar nicht richtig gecheckt, wo ich hier anfange. Ich dachte, ich wäre direkt vor dem Bereich. Nein, nicht ganz. Okay, dann... Ja gut, dann muss ich doch noch ein bisschen hier nachspielen, aber gut. Ja, okay, Giftpfeile, ja. Ja, die Giftpfeile sind gar nicht so verkehrt. Pass mal auf. Die nutzen wir jetzt doch mal ein bisschen. Das macht... Okay. Gasmaske. Ach, die kann ich ja nicht kriegen. Moment. Gasmaske. Habe ich jetzt ausgerüstet? Ausrüsten, so. So. Bewegung, ich kann nicht schießen. So, der ist hinüber. So, jetzt nehmen wir uns nochmal wieder so ein Giftpfeil. So, dann nehmen wir uns wieder die Schrot. Yo! Yo. So, den noch. Benutzt ihn. Ah, ist wieder normal. So, erledigt ist er. Sehr gut. Ja, die Maske ist eh gleich alle. Dann ist das nicht so schlimm. Oh, wir haben noch voll. Okay, wir haben noch voll. Das ist gut. Alles einsacken, was geht. Ah, dann sind wir ja auch bald wieder an der Stelle. Okay. Zumindest musste ich diesmal am Anfang der Session noch nicht nochmal nachspielen. Oh, der Diplomatenkoffer, den habe ich ja ganz vergessen. Stimmt. Den machen wir mal eben, auch wenn das vielleicht dann wieder nichts wird. Oh, kein verpasst. Schön. Kann ja sein, dass ich gleich wieder drauf gehe, aber nee, ich hoffe mal nicht. Es sind auf jeden Fall jetzt mehr Zeichen, sehe ich gerade. Frage ist halt, ob es trotzdem drei Durchgänge sind. Werden wir sehen. Man darf am besten echt keinen verpassen. Dann... hat man auf jeden Fall genug Zeit, weil dann muss man es ja hinkriegen. Ne? Bisher habe ich auch keinen Fehler. Also Fehler in dem Sinne, dass ich mal ein Zeichen verpasst habe. Also falsch drücken kommt gar nicht so oft vor. Wenn, dann ist es eher so, dass ich halt, ja, irgendwie das verpasse, einmal zu drücken. Na komm. Jetzt kommt wieder kein Dreieck, ne? Jetzt haben wir es. Na gut. Na gut. Und noch ein X, komm. Ein X noch. Ein X von Alex, bitte. Bitte. Hallo? Das ist gemein. Boah, 13 Forschungspunkte. Da hätte man sich, glaube ich, echt keinen Fehler erlauben dürfen, ne? Wow. Gut, wir haben es geschafft. Da hinten ist nochmal eine Panzerung. Die habe ich, ja. Ja, ich könnte das nochmal wieder mit dem... da oben den Raum probieren, aber das hat, glaube ich, keinen Sinn. Ist hier noch irgendwas, was ich vielleicht drücken kann, was ich nicht gesehen habe? Ich bin mir da echt nicht sicher. Ja, wozu kann ich hier spülen, frage ich mich. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht, wie ich da in den Raum reinkommen soll. Ich würde es gerne schaffen, aber ich habe gerade keinen Plan, wie das gehen soll. Okay. So, die beiden Typen. Ich doch richtig hin. Wieder weg, Tatjana. Wir müssen zum Tresorraum. Ist er tot? Er ist tot. Gut. Wir müssen zum Tresorraum. Das weiß ich selbst, du Mädel. Das weiß ich selbst. So, hier liegt eine Panzerung. Jetzt nehme ich nochmal die Granaten. Und bitte renn da nicht einfach rein. Mädel, wenn du einfach hier drin stehen bleiben würdest, dann wäre alles gut, glaube ich. Dann wäre das alles halb so wild. So, pass mal auf.
So, das haben wir schon. Sie steht da mittendrin. Ja, jetzt ist gleich wieder tot. Ja, sie ist tot. Das gibt's doch nicht. Warum rennt sie denn da auch wie eine Blöde rein? Da muss ich jetzt echt... Oh, ich muss echt erst die anderen Typen alle platt machen. Das ist aber nervig, ne? Ich muss erst da rein, die ganzen Kleinen platt machen wahrscheinlich. Oh, oh Mann. Wegnehmen. Ah. Tut mir leid, Leute. Aber zumindest ist es abwechslungsreich. Das ist ja der kleine Trost, den wir hier haben. Eine Gasmaske mitnehmen. Sehr schön. Dann können wir gleich wieder die anderen. So schön das mit dem Gift auch ist, aber ja, mach ich das gleich nochmal. Ja, oh, ja, ich muss ja die Gasmaske aufsetzen. Ja, machen wir das so. Und dann nehmen wir wieder die Gift-Dings hier. So. Ich mach den anderen gleich. So, komm her, nimm den. Komm. So, jetzt komme ich hier weg. So, jetzt muss ich mich beeilen, denn es kommt gleich der andere Typ. Beziehungsweise ich muss ja das mit den Schaltern noch erledigen. Jetzt kann ich ja eigentlich schon die Schrotflinte nehmen. Ja, ah, das ist so geil. So, dann mal mit. Ruhe. Schrei nicht so rum. Ach, der Diplomatenkoffer. Ich muss ihn, oh, das tut mir leid. Ich muss den Koffer ja gleich nochmal wieder machen. Ich habe halt Angst, dass die Mission vorbei ist, wenn ich das dann nicht geschafft habe. Und dass ich dann keine Chance mehr habe, den Diplomatenkoffer zu öffnen. Wobei, den kann ich auch später öffnen, ne? Ich glaube, der ist, glaube ich, nicht weg. Ich warte mit dem Koffer und vielleicht kann ich ihn hinterher noch öffnen. Schauen wir mal. Ja, ich nehme den mit. Im Inventarbildschirm, ja genau. Ich warte mal die Stelle ab, die gleich die beschissene. Und dann kann ich den Koffer immer noch öffnen. Ich hoffe, ich denke dran, dass ich gleich noch einen Koffer habe. So, Tatjana, wie auch immer. Hallo, ich bin doch schon da. So. Bitte drücken Sie jetzt. So, ich nehme mal das Ding. So. Das haben wir geschafft. Am besten bleibt sie echt da stehen. Ich kann dir ja nicht sagen, dass sie stehen bleiben soll. Wenn dem so wäre, würde ich ja einfach sagen, bleib da stehen, Mädel, ne? Ja, ich nehme jetzt noch mal die Granaten und hoffe, was mache ich denn da? Oh, ich bin so doof. Nee. So, jetzt muss ich gucken. Bazooka. Komm. Das macht ihr doch mal Lieder. Oh. Okay. Hab ihn. Puh. Ich riskiere es jetzt, Leute. Und mache jetzt den scheiß Diplomatenkoffer auf. Heieiei. Das machen wir. Ah, schon falsch. Scheiße. Ich glaube, das wird schon nix. Ich gehe doch mal raus. Können wir da rausgehen?
Drückt Inventar. Baut nochmal neu. Das muss direkt sitzen. Okay. Hammer. Okay. Ich weiß, dass das wenig spannend ist, aber ich brauche die Forschungspunkte. Ich meine, 12 Stück, das ist schon nicht wenig, ne? Mit 12 Punkten kann man schon was machen. So, L1, Quadrat, X brauche ich jetzt, okay. Es kam noch keine X, R1, sehr gut. Und jetzt noch eine X. X, 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 komm. Komm, wo bist du? Ah, wenn man mal auf 1 wartet, ne? So, wo ist R1? Oh, da ist R1, da ist nochmal R1. Ah, Kreis muss ich dann auch noch drücken. Ach, Leute, so, dankeschön. Sehr gut. Na, na, jawohl, danke. Komm, gib mir das R1-Ding. Danke. Puh, gerade so geschafft. Man darf sich da, glaube ich, echt keinen Fehler erlauben. Ehrlich gesagt, ich finde ja geil, den weißen Anzug geil, ne? Ich nehme jetzt den weißen Anzug wieder. Ich finde den super. Den finde ich echt gut. Das sieht echt nobel aus. So, ist hier doch irgendwo eine Panzerung. Das würde mich gerade sehr freuen. Da ist eine. Sehr gut, dankeschön. Es war nicht sehr viel, ne? Nee. Erstmal den Raum genau angucken, ob hier irgendwas ist. Ah, ich muss wahrscheinlich einfach durch die Tür weiter. Das ist gar keine Tür, ne? Muss ich das Ding da kaputt machen? Und wenn,